Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem und den folgenden Videos werden wir uns ein etwas größeres Projekt vornehmen. Eigentlich ein kleines Projekt, gerade von der Größe, dass man es mit ausführlichen Erklärungen in knapp 90 Minuten fertigstellen kann. Wir werden eine Bücherliste erstellen und diese Bücherliste interaktiv nutzen können. Das Ganze wird als eine sogenannte Single-Page-Anwendung umgesetzt. Das heißt, sämtliche Interaktion findet auf einer einzigen Seite statt. Wir werden also nicht auf eine andere Seite hinüberwechseln, sondern ausschließlich auf einer einzigen HTML-Seite arbeiten. Insofern ist das in gewissen Teilen anders als das, was ihr für das Mini-Projekt umsetzen müsst. Die dafür benötigten Mechanismen haben wir ja bereits neulich kennengelernt und werden ja auch gerade in den Übungen noch einmal besprochen. In diesem Video möchte ich zunächst einmal vorstellen, was das Ziel des Ganzen ist, bevor es dann ab dem nächsten Video Schritt für Schritt darum gehen wird, dieses Ziel zu erreichen, indem wir dann in mehreren Videos, in denen ich jeweils mehrere Schritte zusammengefasst habe, Teile der Programmierung umsetzen. Am Ende des Ganzen wollen wir dann eine durchsuchbare Liste von Büchern verwalten können, die wir außerdem noch um einzelne neue Bücher erweitern können. Wir sehen das hier unten einmal abgebildet. Der Text, der hier in dem Screenshot am Anfang steht, erläutert nur die jeweils aktuelle Version. Das ist in den Dokumenten, die ich auf Panda bereitgestellt habe, genauso enthalten und dient nur dazu, zu beschreiben, was der jeweilige Entwicklungsstand ist. Diesen Text werde ich hier in der Programmierung weglassen, sodass bei mir dann dort die Überschrift Meine Bücher steht und darunter ein kleines Formular, beziehungsweise zwei Formulare genauer gesagt. Das erste Formular dient dazu, dass wir unsere Bücherliste erweitern können. Wir können dort einen Autor angeben, sowie einen Titel und einen Preis. Dann können wir über eine Schaltfläche, einen Submit-Button, dieses Buch zu unserem Katalog hinzufügen. Das zweite Formular ist das Suchformular, mit dem wir nach den Büchern eines bestimmten Autors, in diesem Fall Alan Duff, suchen können. Die Bücher dieses Autors werden dann unten auf der Seite aufgelistet. Die Umsetzung des Ganzen soll natürlich objektorientiert erfolgen. Das ist die Technik, in der man das heutzutage programmieren würde und weshalb wir uns dies auch in den letzten Wochen angeguckt haben. Wie man in JavaScript programmiert, aber insbesondere auch, wie man objektorientiert in JavaScript programmiert. Unser Programm soll, wie bei uns üblich, auf einer HTML-Seite laufen und daher in eine solche eingebettet sein. Wie gesagt, handelt es sich um eine Single-Page-Anwendung, das heißt, auf dieser Seite werden diese beiden Formulare zu sehen sein, also das Formular zur Erweiterung der Liste um weitere Bücher sowie das Formular zur Suche in der Liste. Und außerdem soll das Suchergebnis ebenfalls auf dieser Seite angezeigt werden. Das heißt, wir werden vorhandenen HTML-Inhalt auf der Seite dynamisch verändern. Das ist eine Technik, die wir bislang noch nicht kennengelernt haben und die wir hier im Rahmen dieses kleinen Projekts neu kennenlernen werden. Eine Technik, die ihr, nebenbei bemerkt, für das Mini-Projekt nicht benötigt. Das ist also unser Projekt, das wir vor uns haben. Jetzt stellt sich die Frage, wie wir uns einem solchen Projekt annähern. Als allererstes müssen wir uns überlegen, was für Objekte wir denn hier eigentlich brauchen. Weil wir Bücher in dieser Bücherliste haben wollen, bietet es sich natürlich an, dass wir auf jeden Fall schon einmal Buchobjekte haben. Auch die Bücherliste selber soll objektorientiert umgesetzt werden, das heißt, auch für die werden wir eine Klasse erstellen. Wir werden es also mit zwei Klassen zu tun haben. Von den konkreten Objekten werden wir natürlich mehrere haben, also Instanzen dieser Objekte, zumindest von den Büchern. Die eine Klasse ist die Klasse der Bücher. Ein Buchobjekt soll einen Autor, einen Titel und einen Preis haben. Wir machen das wieder ganz einfach, wie wir das schon einmal in einem der vergangenen Videos gesehen haben. Also mit ganz einfachen Büchern, für die wir keine Titelbilder verwalten und nichts sonst. Das könnte man hier alles noch ergänzen, aber das würde dann doch zu weit führen, wenn wir das alles hier noch integrieren wollten. Dann würden wir das im Rahmen dieser 90 Minuten hier nicht schaffen und mehr Zeit möchte ich mir hierfür ungern lassen. Wir haben also drei Eigenschaften: Autor, Titel und Preis. Wir brauchen nur eine einzige Methode. Wir wollen keine Preise nachträglich ändern, wie wir das neulich gesehen haben, sondern die einzige Methode, die wir hier haben wollen, ist eine Ausgabe des Buchs. Weil wir dann, wie wir das auf der letzten Folie eben gesehen haben, die Bücherliste als Tabelle ausgeben wollen, sollen sich die einzelnen Buchobjekte per toString dementsprechend als Tabellenzeile ausgeben. Die Methode toString muss wie immer eine Zeichenkette zurückliefern, deshalb heißt sie ja so. Und diese Zeichenkette soll dann also eine Tabellenzeile sein. Das ist also die eine Klasse, die wir benötigen. In dem Klassendiagramm unten sehen wir noch einmal übersichtlich aufgemalt, wie das aussehen soll. Dort sehen wir die drei Eigenschaften: Autor, Titel und Preis. Die ersten beiden sind Zeichenketten, also Strings. Der Preis ist eine Zahl. Die Methode toString erhält wie immer keine Parameter und gibt eine Zeichenkette, einen String, zurück. Die zweite Klasse, die wir dann haben wollen, ist die Klasse der Bücherliste. Die Bücherliste soll die Bücher in einer geeigneten Struktur ablegen. Da machen wir es uns ganz bequem, das wird ein Array sein. Wir werden noch sehen, wie wir das kapseln können, sodass man sich theoretisch später überlegen könnte, dass man das ändert und statt eines Arrays eine andere Datenstruktur verwendet, um die Bücher zu speichern. Das werden wir jetzt noch nicht angehen, uns aber zu einem späteren Zeitpunkt noch darum kümmern, was es dort noch für Alternativen gibt.
Wenn wir diese interne Struktur gewissermaßen in der Klasse verstecken, was wir nicht anfangs machen werden, aber hinterher, je weiter wir fortschreiten, je mehr wir uns unserem Ziel nähern, werden wir das immer stärker so machen, dass wir auf das Array nicht mehr direkt zugreifen. Dann muss derjenige, der die Bücherliste als HTML-Seite programmiert, gar nicht mehr wissen, ob die Bücher intern in einem Array oder in irgendeiner anderen Datenstruktur abgespeichert sind, weil er dann nur über Methoden auf diese Objekte zugreifen wird. Das werden wir Schritt für Schritt erledigen, werden das also nicht von Anfang an so machen. Die Bücher sollen also in einem Array gespeichert werden, das innerhalb dieses Objekts gekapselt ist. Wir haben also in einem Objekt selber wieder ein komplexes Objekt drin. Dass so etwas geht, haben wir schon gesehen, denn wir haben schon Eigenschaften von Objekten kennengelernt, die selbst wieder komplexe Objekte gewesen sind. Wir wollen auch wieder eine Methode toString haben, die es uns erlauben soll, eine komplette Bücherliste als Tabelle auszugeben. Denn die einzelnen Bücher geben sich als Tabellenzeile aus, wie wir uns eben überlegt haben. Die Bücherliste muss dabei gar nichts darüber wissen, wie die Bücher sich selber ausgeben. Hauptsache, die machen das richtig sozusagen. Und das heißt hier, dass sie sich als Tabellenzeile ausgeben. Dann könnten wir später auch hergehen und diese Bücherliste zu einem allgemeinen Produktkatalog ausbauen, in dem man auch andere Produkte verwalten könnte, sofern diese über die geeigneten Ausgabemethoden verfügen. Das werden wir hier nicht machen, aber das wäre eine Perspektive, wohin man so etwas weiterentwickeln könnte. Wir wollen dann natürlich in der Lage sein, neue Bücher hinzuzufügen. Dafür werden wir die Methode add verwenden. Der übergeben wir einfach ein Buchobjekt, sie muss nichts zurückliefern. Und schließlich wollen wir auch in der Lage sein, dafür haben wir das Suchformular vorgesehen, dass wir nur die Bücher eines einzelnen Autors ausgeben. Dazu brauchen wir eine weitere Methode, die ähnlich wie die toString-Methode arbeitet, aber nicht die komplette Bücherliste zurückgibt, sondern nur die Bücher eines bestimmten Autors, den wir dieser Methode als Parameter übergeben. Dieser Parameter ist ebenfalls eine Zeichenkette. Unten auf der Folie sehen wir wieder das Klassendiagramm der Bücherliste mit der Eigenschaft Bücher und den drei Methoden toString, die keinen Parameter erhält und eine Zeichenkette zurückliefert, add, die ein Buch als Parameter erhält und nichts zurückliefert, sowie showbooks, die einen Autor, wieder eine Zeichenkette, als Parameter erhält und eine Zeichenkette zurückgibt. Auch diese Zeichenkette soll natürlich, wie der Rückgabewert von toString, wieder eine Tabelle sein. Die Bücher selber wissen ja, wie gesagt, wie sie sich ausgeben, nämlich als Tabellenzeile. Das ist also das Projekt, das wir jetzt vor uns haben. Wir benötigen diese beiden Klassen, wie in den Klassendiagrammen gerade gesehen. Die werden wir jetzt aufbauen und das werde ich Schritt für Schritt machen, weil es wenig sinnvoll ist, das Ganze einfach herunterzuprogrammieren und dann zu hoffen, dass das alles funktioniert. Das wäre ein gewagtes Vorhaben. So etwas kann man machen, wenn man ein wirklich guter Programmierer ist. Aber wenn die Projekte komplexer werden, wird das schon ganz schön kompliziert und man braucht gute Strategien, ein solches Projekt zu strukturieren und geschickte Techniken für die Fehlersuche. Denn Fehler wird man dabei machen. In der Regel ist es sinnvoll, sich einer solchen Aufgabe schrittweise anzunehmen und immer wieder zu versuchen, Zwischenstationen zu schaffen, wo man ausprobieren kann, ob der bis zu diesem Zeitpunkt programmierte Code soweit funktioniert. Dabei werden wir zum Teil auch Arbeiten machen, die wir später wieder wegwerfen werden, weil wir zwischendurch einfach testfähige Umgebungen brauchen, um festzustellen, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und wenn etwas nicht funktioniert, wissen wir, dass wir etwas verändern müssen und können leichter feststellen, wo das Problem liegt. Ein solches Vorgehen schlagen wir euch auch für das Mini-Projekt vor, wie ihr in der Aufgabenstellung hoffentlich schon gesehen habt. Das ist nun also unsere Aufgabenstellung für die folgenden Videos und damit geht es dann gleich weiter. Ich möchte aber ganz dringend dazu raten, alle diese Schritte selber zu programmieren und nicht nur zuzugucken, wie ich das hier in den Videos vorspiele. Nehmt euch die Zeit, jeden einzelnen Schritt auszuprobieren, nachzuvollziehen und zu verstehen. Wenn ihr das hier sorgfältig macht, sind große Teile des nächsten Präsenzblatts für euch viel einfacher durchzuführen. Da wird es allerdings auch noch einige Dinge geben, die über das hinausgehen, was ich in diesem und den folgenden Videos hier mache. Und wenn ihr mit dem Präsenzblatt gut klarkommt, dann habt ihr das Mini-Projekt schon quasi in der Tasche. Tschüss, bis zum nächsten Video.